bin Diana Gnensch, studiere an der Hochschule Neu-Ulm Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation. Ich bin 29 Jahre alt, ja, und wohne in Pfuhl. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich war 1995 das erste Mal online, vielleicht auch 94. Nee, gar nicht. Ich weiß nur, dass unser Computer ewig groß war. Meine Lieblingswebsite ist Dropbox, einfach weil man da schnell und unkompliziert Daten hin und her schicken kann, beziehungsweise auch einfach, ja, wenn meine Festplatte abrauscht, dann hat Dropbox das immer noch. Und weil es halt immer automatisch abgedatet wird, dass wenn ich Leute eingeladen habe, dass sie dann auch automatisch zugreifen können, ich dann auch automatisch geupdatet bin, was irgendwie die Ordner angeht. Halbe Stunde? Smartphone habe ich gar nicht, möchte ich gar nicht, weil ich nicht permanent erreichbar sein möchte, weil dann hat man immer die verschiedenen Apps und die verschiedenen, also dass ich dann zum Beispiel Facebook-App und dann kriege ich dann immer gleich Bescheid, ja, ich habe eine Nachricht bekommen, interessiert mich in dem Moment nicht, weil ich muss nicht immer und überall online sein, wir haben so viele Hotspots mittlerweile, wenn ich online sein möchte, dann suche ich mir das auch gezielt aus und möchte dann einfach mal sonst nichts vom Internet wissen. Meine Hobbys sind Kaffee trinken, ein bisschen feiern gehen, aber ohne dass übertrieben wird, also jetzt nicht Diskotheken. Ja, eigentlich Freunde treffen, so oft es geht.